Moin moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe und willkommen zurück in The Forest. So, letzte Nacht wurden wir ja angegriffen. Ich sehe auch gerade, die Leiche liegt hier noch. Und jetzt sind wahrscheinlich... Ich glaube, wir hätten keinen Kannibalen bei dem Angriff getötet. Ich habe gespeichert, die Pfeile sind auch weg. Scheiße. Die habe ich auf jeden Fall zwei, drei Mal hingeschossen. Weil dann müssen wir uns noch später Fallen bauen, Fallen sage ich schon, Pfeile bauen. Also von der bin ich ein bisschen enttäuscht mittlerweile. Die war am Anfang so geil, die Falle. Ach, die ist noch da. Die Falle, in die nie jemand tappt, außer ich selber am Anfang. Da kenne ich auch noch Holz irgendwo. Doch, da. Da steht da schon einer. Hi. Och, echt. Seid noch da? Ja, was? Gehst du weiter? Kommst du her? Was ist? Oh, du bist hinter Baum. Wo ist er denn? Ich sehe dich gar nicht. Guten Abend. Du siehst aber ein bisschen anders aus vom Gesicht. Das ist eine richtige Hackfresse. Lebst du noch? Hast aber ein komisches Gesicht. Na, komm mal mit. Hier liegt auch noch einer. Habt ihr für Gesichter, Jungs? Hab ich doch einen gekillt, hm? Ah, wir haben Durst. Ist natürlich sehr wichtig. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen jetzt aber ein Pavillon Sammellager. Wir sammeln Leichen. Klingt komisch, ist aber so. Und boah, ist der schwer. So. Macht aber nichts Unanständiges, wenn ich nicht da bin. Mal kurz ins Menü. Wo ist unser Topf? Scheiße. Wo ist unser Topf? Habe ich den hier liegen lassen? Oh, Gott sei Dank. Habe ich den Topf liegen lassen? Ich dachte, der wäre weg, ey. Das ist ja ein, das wäre echt ein Drama. Wieder Topf suchen. Hatte nur Ewigkeiten bei mir gedauert. Mit dem Topf suchen. So, machen wir kurz was an. So. Machen wir noch ein bisschen einmal Laub, damit es schneller geht. Hier ist auch keiner hängen geblieben. Freche Kannibalen. Frech, frech, frech. Oh doch, hier ist einer. Den haben wir doch erwischt. Dann haben wir ja schon... Der eine lag da auch noch. Ich denke mal, zwei haben wir auf jeden Fall jetzt gekillt. Ich dachte null, aber es sind doch wohl zwei. Aber trotzdem müssen wir Pfeile machen. So. Ich frage mich, wie lange die halten. So. Weil noch eine Knochenkiste habe ich keinen Bock. Was trinken. Jawohl. Und gib her. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Na, wenn es gerade anders kommt. Müssen wir wieder an den See nach oben. Da können wir wieder fischen.
Komm mit. Boah, du bist aber schwer. Mal wenigstens abnehmen können, bevor du stirbst. Aber die, ich finde es wirklich gut, dass die Kannibalen immer unterschiedlich aussehen. Wir hatten mal einen, der hat sich weiß bemalt mit Kreuz, schwarz, mit so schwarzen Kreuzen drauf. Wir haben braune gebückt, wie die rumlaufen wie Gollum. Wir haben die klassisch grau-blauen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Navy Blue von der Farbe her oder so nennen sollte. Und wir haben jetzt diese hier mit so sieht aus wie aufgenähtem Gesicht. Die fallen doch immer andersrum, ne? Sieht doch so aus. Dass sie so ein Gesicht draufgenäht haben. So von jemand anders abgeschnitten und drauf und zack, fertig, Bindfaden drum. Na gut, andere Länder, andere Sitten, ne? Die mögen wohl andere Gesichter. Ich mag mein Bier und die mögen andere Gesichter. Ich muss sagen, da ich ja gerade Bierchen trinke, wisst ihr ja, werde ich wohl nicht morgens spielen. Die ersten The Forest Sessions habe ich immer morgens gespielt. Schön beim Kaffee trinken. Aber so doch im Dunkeln ist das schon ein anderes Feeling. Ich habe auch jetzt gesehen bei Steam, dass The Forest auch unter VR eingereiht ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorher gesehen habe. Hat das VR-Support? Und würde ich mir zutrauen, das zu spielen? Ich glaube nicht. Außerdem ist es zu warm dafür. Ich wurde ja schon angesprochen von Montro. Oder das ist schon ein paar Tage her, aber er hat schon gefragt, wann so quasi die nächste Session ist von The Other Sons. Wir haben ja bisher nur 2 Folgen gemacht. Das Problem ist einfach das Wetter. Wenn ich jetzt hier im Raum stehe oder sitze und mit der VR-Brille spiele, wenn ich die aufsetze, da habe ich gleich gefühlt, ist mir gleich 5 Grad wärmer. Ey. Dann bin ich ja am Zerfließen. Da kann ich ja das T-Shirt, was ich gerade anhabe, ausfringen. Das ist eklig. Also VR ist nicht für den Sommer gedacht. Absolut nicht. Sollten wir bei der nächsten VR-Brille drüber nachdenken, ob sie eine Klimaanlage mit einbauen oder so. Also ich spiele ja gern mit der VR-Brille, aber nicht bei diesem Wetter. Baumfeld! Und mal ein schönes Raumschiffspiel oder... Ja, ich weiß, alle würden jetzt sagen, Elite Dangerous habe ich zu genug gespielt. Es ist ein tolles Game, was mich nur ankotzt, sind die Missionen, die einfach nur langweilig und sich wiederholen. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, aber ich habe es echt mehrere hundert Stunden gespielt. Ich kann es jetzt einfach nicht mehr sehen. Ich weiß, es ist super. Also sie ist mit der VR-Brille im Cockpit sitzen, ne? Das ist einfach nur geil. Sowas hätte ich gern mit Zweiten Weltkriegsflugzeugen. Oder von mir ist auch Erster Weltkrieg, ist mir eigentlich Wurst. Schön so Flugzeug, du musst immer selber gucken, wo die Feinde sind. Einfach cool. Auch in der VR-Brille bei Elite Dangerous. Das war, als das mir das erste Mal passiert ist, die es gespielt haben, die werden es wahrscheinlich kennen und für die wird es nichts Besonderes sein. Aber ihr sitzt in diesem Raumschiff, ne, wird beschossen. Und dann fängt das Glas, vor euch ist so Glas und auf diesem Glas werden halt euch Sachen projiziert. Radar, das Zielfernkreuz, wo damit ihr seht, wo ihr schießen müsst auf den Feind, etc. Irgendwelche Hilfen, wie die Planeten und Systeme heißen und. Das wird euch alles auf diesem Glas, auf diesem Cockpitglas reflektiert quasi und ihr seht das dann darüber. So, wenn ihr aber dann halt euer Schutzschild verliert oder ihr habt kein Schutzschild, das kann auch vorkommen, und ihr kriegt zu viel Schaden, dann geht dieses Glas kaputt. Erst berstet das so ein bisschen,
Na? Dann hört es schon überall knacken, das Glas knacken. Na, und wenn man dann noch einen Treffer kassiert, dann springt das quasi raus. Die Luft, die in euer Cockpit war, geht auch komplett mit raus. Und ihr seht nur noch am Rand so die Display-Sachen. Aber sonst in der Mitte habt ihr ja kein Glas mehr, ist einfach weg. Und eure Unterstützung ist einfach weg. Das Einzige, was ihr noch als Information bekommt, ist, dass euer Sauerstoff 5 Minuten hält und ihr doch bitte die nächste Station anfliegen solltet. Das ist echt cool. Aber wie gesagt, andere Sachen sind echt scheiße gewesen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Aber wie gesagt, das Missionsdesign ist einfach die Hölle. Das könnten die. Das weiß ich nicht. Die Jurassic Park haben sie ja auch verbrochen. Das ist ja von derselben Firma. Und da gibt es auch Missionen, die einfach sich lange und dröge wiederholen. Weiß ich nicht. Da. Das können die irgendwie nicht, die Engländer. Mir fällt gerade die Firma nicht ein. Aber ich glaube, das war eine englische Firma. Aber nein, vielleicht. Wer weiß. Ein, zwei Jahre noch vielleicht. Vielleicht gibt es da noch ein paar Updates. Vielleicht ist das Missionsdesign dann komplett überarbeitet bei Elite Dangerous. Und ich habe keinen Grund mehr zu meckern. Kann ja auch sein. Wäre schön. Aber vielleicht ist auch bis dahin das andere Spiel fertig, was mir gerade nicht einfällt. Aber ich habe mich da auch schon registriert, aber ich habe mir da kein Schiff gekauft. Ey, wie hieß denn das? Ich komme nicht auf den Namen. Nee. Das ist scheiße. Naja, ist aber auch ein Raumschiffspiel, Open World, etc. Naja, wenn es mal fertig ist, werde ich spielen. Man kann zurzeit, wenn man dafür bezahlt, oder auch generell ab und an mal in der Beta mal reinschauen. Ich glaube, die sind schon in der Beta, oder? Wie hieß das Spiel? Naja, auf jeden Fall mehr Raumschiff, Flugzeugspiele für VR, die halt auch schön aussehen. Das ist sehr schön. Und das dann halt wieder zum Winter oder zum Herbst. Auf jeden Fall nicht bei 30 Grad. Boxen müsste man in der VR-Brille spielen. Oh Gott. Ich hatte mir so ein Boxspiel gekauft. Da war es nicht Sommer. Und ich sollte da irgendwie. Ich glaube, der Trainingskampf ging. Aber der erste richtige Kampf. Ich glaube, so ein Kampf geht 2, 3 Minuten. Und du musst halt versuchen. Beim Feind, also du blockst halt auch wirklich mit den Armen. Blocken und schlagen musst du. Ah, die umzingeln mich. Nice. 3, 4. 2 sind vorbeigelaufen. Ja, hallo. Da hängt schon einer. Na, wollt ihr gucken, was ich mit Fallen mache? Guck mal, der lebt noch, ne? Ja, der lebt noch. Ui! Alter, der haut! Hey, du auch! Hörst du immer auf, dich zu bewegen? Du hängst in meiner Falle? Stopp doch mal. Ah, jetzt kommt Katana raus. Jetzt kommt Katana raus. Das sind die Typen von gestern. Die haben noch Pfeile drin. Alter. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, wir brauchen Ausdauer, sehe ich gerade. Alter, die zerhacken uns ja richtig. Alter, stirb doch mal. Alter Schwede. Was los? Mann, oh Mann, ich bin doch nur ein armer Holzfäller, der noch nicht mal Besuch von seinem Sohn bekommt, ja? Mann, 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 Mann. Die Nachbarn reden nicht mit mir und die Gesichtssammler, ja, die randalieren.
Mann, 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 Mann. Ich glaube, die lösen sich nicht auf, ne? Pack mal nicht mal zu. Essen sieht schlecht aus. Besorgen wir uns mal Neues. Vor allem jetzt brauchen wir mal Knochen, weil... Oh, wir sind ja auch mit Blut besudelt, ne? Kurz schwimmen. Ja, die Falle aufstellen. Aber ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die noch die Pfeile drin haben. Das ist echt cool. Kann mir jemand sagen, was er will? Das waren dieselben Leute wie von der Nacht zuvor. Die uns halt genervt haben. Und die hatten sogar noch die Pfeile stecken. Das ist richtig cool. So, ich leg dich mal andersrum. Das sieht ja langweilig aus. So. Haben wir noch was zu essen dabei? Die haben ja Hunger. Ja, können wir uns was braten? Da holen wir uns ja nochmal was. Ich weiß auch gar nicht, was mit den Beinen... Ich habe zwei Beine. Also, ja, jetzt die da unten, das ist richtig. Aber ich habe auch zwei Beine, die ich mal... Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Nee, du verschwindest, glaube ich, ne? Ja, die Leiche verschwindet. Das ist halt blöd. Ach, hier liegt noch einer. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast, Mr. Varan. Schönen Tag noch. Aber ich habe jetzt die Pfeile, glaube ich, nicht aus den Leichen gezogen. Doch, doch, ich glaube, währenddessen, die ich hier geschlagen habe, habe ich immer auf E geklickt, damit ich die Pfeile wieder kriege. Ach, Pfeile sollten wir auch mal bauen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es mit der Seite... Da unten machen wir ja was zu. Aber wie machen wir es mit der Seite? Ich habe da keine Ahnung. Wenn ich das alles zumauere da oben, da bin ich hier noch tagelang beschäftigt mit. Ah, warte mal. Bevor es noch schlecht wird... Yummy, yummy, yummy. Können wir uns gleich hier was zu trinken machen? Ich habe nichts gegen Schwule, aber es sieht ein bisschen schwul aus, wenn so viele. Ich denke mal, es sind alles Kerle. Männer so auf dem Haufen nackt liegen. Hat doch schon irgendwas Schwules. Naja. So, dann nochmal, bevor die Sonne untergeht. Bitte Wasser, 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 Wasser. Och ey, kipp doch einfach... Warum kann man nicht einfach hier sagen... Welche Stelle war denn das? Noch immer hier. Ist das Wasser noch an? Feuer noch an? Nein. Och. Ich dachte, ich hätte jetzt Ruhe. Ich trinke nur mal ein Bier. Ach, scheiße. Oh nein, es ist alle. Oh. Ich komme nicht zum Holzhacken. Bier ist alle. Scheiße. Aber wir sind rechts unten fast fertig. Ich weiß bloß nicht, was ich mit da oben links machen soll. Ja, auf der linken Seite. Jager. Ich komme bald. Nee, ich würde gern trinken. Nein, ich würde gern trinken. Ja, okay. Und den Topf nehmen wir mit. Hast du den Topf mitgenommen? Ach, leck mich doch am Arsch. Entschuldigung. Ist der Topf jetzt durch diesen Boden gefallen? Also mit dem Topf... Da bin ich echt mäkelig, ne? Das... Da hinten liegt er, oder? Oh.
Wenn man einmal nicht aufpasst, dann fällt der Topf durch die Decke weg runter und dann wundert man sich, wo ist der Topf? So, ich hoffe mal, dass sie weg sind. Ich will endlich mal eine Fuhre Holz hier zurückbringen. Da müssen auch noch mehr Fallen hin. Die nehmen jetzt das, was da ist. Damit wir mal mit dem Turm weiterkommen, ja. War das ein Waran oder war das irgendwas, was mir auf den Sack gehen will? Ey, ihr seid echt nervig, wisst ihr das? Das ist mein Holz. Ich weiß, du rettest den Regenwald und was weiß ich nicht alles. Ich finde, das langsam ist echt eine Beleidigung. Oh, ich komme da nicht hinterher. Wo ist das Katana? Ich habe den ganzen Tag hier geschuftet, verdammt. Und wie kriege ich das hier? Ich kriege kein Dankeschön. Nichts kriege ich hier. Ich bin mit Blut überströmt. Ihr macht mich schmutzig. Schreit die ganze Zeit rum. So. Zu dir komme ich auch gleich. Mensch, 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 Mensch. Ich will doch nur mein Türmchen bauen. Mann, oh Mann. Schade, dass man die Bäume nicht pflanzen kann. Ich würde es da oben zumachen. Hier 20, 30 Bäume pflanzen. Da können sie rumschreien, wie sie wollen. Da habe ich hier meine Ruhe. Aber nein. Bäume pflanzen geht hier nicht. Ich meckere ja immer über das Spiel 7 Days to Die, ne? Meckere ich sehr häufig, aber in einigen Sachen ist es doch echt gut. Da kann man einfach Bäume pflanzen. Dann hätte ich hier mein Gebiet, wo ich Bäume pflanzen kann, in Ruhe abholzen kann. Wenn hinter den Mauern jemand rumschreit, ist mir doch egal. Ach, jetzt kommt noch Wind. Echter Wind wäre mir lieber. Damit hier die Butze ein bisschen abkühlen kann. Und ihr macht es euch nicht sehr zu gemütlich, ne? Haben wir noch einen liegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Schade ist auch, dass man beim Wägelchen Menschen oder also Kannibalen und Holz nicht kombinieren kann. Ach, Axt, behalt deine Axt. Nee, du bist da im Baum, komm. Ich fahr mal über deinen Kopf nochmal rüber. Und weiter geht's. Schon wieder irgendwie eine Falle wäre ausgelöst. Warum ist das Pilot? Wir haben einen Typen getötet mit Taschenlampe. Und der beleuchtet unseren Pavillon. Ja, ist doch nett. Haben wir jetzt einen beleuchteten Pavillon. Zumindest nach unten weg. Tada! Aber ich glaube, auch dem gehen mal die Batterien leer.
Oh, jetzt bin ich mal wieder gespannt. Jetzt kommt. Ah, ist doch recht nah. Ach ja, jetzt pustet der Wind, aber. So, The Forest. Hängebrücke. Nächster Versuch. Nein! Fuck you. Yes! Haha! Nur 5 Holz. Wir haben uns dafür aber verletzt. Wie? Also, am Anfang haben wir ja echt ewig gebraucht, um was zu bauen, ne? Jetzt ist es ja eher, kommen wir nicht dazu zum Bauen, weil wir die ganze Zeit Kannibalen hacken müssen. Und ich bin froh, dass in diesem Spiel die Waffen nicht kaputt gehen. Ey, wie ätzend wäre es noch, wenn die Waffen kaputt gehen? Da würde ich ja kotzen. Die ganze Zeit Waffen reparieren, einen Baum fällen, 5 Kannibalen töten, Waffen reparieren, einen Baum fällen, 5 Kannibalen töten. Aber jetzt haben wir in der Folge was geschafft. Ist ja der Hammer. Wir haben unseren Turm fertig gebaut und die Hängebrücke dazu. Mann, oh Mann. Ah! So, zack. Da guckt er, da guckt er. So. Meine erste Hängebrücke. Sieht aber nicht aus wie eine Hängebrücke, ehrlich gesagt. Ich dachte, die hängt ein bisschen durch. Aber hält. Und ist nicht so gut, wie ich dachte. Scheiße. Also ich dachte, es ist eigentlich da von hier mehr zu der Seite gucken kann da, aber zum Tor. Aber hier sehe ich das Tor immer noch nicht. Da war doch viel zu nah. Also entweder brauchen wir dieselbe Distanz nochmal bis zur Falle. Nochmal so ein Türmchen. Aber eigentlich, um sicher zu gehen, müsste das Türmchen eigentlich direkt dahinter sein. Das macht's aber auch nicht doof. Nee, lassen wir. Ja, dann machen wir uns noch was zu essen. Wollen wir uns noch eine tarnen? Tragen? Kombinieren? Jetzt können wir es tragen. Ah, die eine Knochenrüstung ist leicht angegraut. Das ist dann bedeutet bestimmt, dass sie bald kaputt geht. Nicht schlecht. So. Dann hauen wir uns noch was zwischen die Backen. Und trinken können wir ja eigentlich quasi auch schon wieder. Mal gucken, wann die sich hier auflösen. Wie viele haben wir? Wir haben 3, 6, 8 Symbole zum Aufheben. 9. Nee, es ist irgendwie scheiße zum Zählen. Aber da haben wir 3, 6, 9. Okay. Auf der anderen Seite brauchen wir nur 6 Baumstämme. 6 Stück. Ach, den Wedelchen lassen wir mal da. Ach komm, den hacken wir noch mal schnell, oder?
Dann haben wir hier richtig was geleistet heute. Haben quasi Nacht durchgemacht. Na ja, gut, dann geht er mal nicht schlafen. Schlaf wird darüber bewertet, braucht kein Mensch. Na komm. So, ein Baum noch und dann haben wir's. Dann haben wir's. Haben wir auch hart für gekämpft. Bloß ich habe keine Ahnung, wie ich das oben machen soll. Also ich pack da oben, also da noch ein paar Fallen hin. Alter, ich weiß nicht, ob ich da eine Mauer bauen soll. Und dahinter dieser Mauer hier unten kommen auch noch mal ein paar Fallen. Komische Geräusche. Ja, kommt rein, setzen Sicherheit. Tue ich nichts. Tada! Die Mauer hier unten ist fertig. Und wir sollten mal besser gehen. Ja, ihr solltet euch auch verstecken. Denn die andere Seite ist ja offen. Ja, also, es wird, ne? Wie gesagt, anfangs war es ja nicht groß geplant hier mit der Basis. Und, ja, jetzt haben wir ja schon richtig dick was stehen. Und jetzt geht die Sonne auf. Mein Gott, ist das ja der Hammer. Wir müssen mal gucken, wie wir als nächstes vorgehen. Ich bin mir da oben noch uneins. Ich bin mir da oben uneins. Wenn ihr eine Idee habt, ab in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie ich da oben vorgehen soll. Ach, Scheiße. Trinken müssen wir ja trinken. Oder doch eins holen. Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, wenn ihr vor Einzäunen seid, schreibt es unter die Kommentare. Fallen baue ich da auf jeden Fall nochmal lang. Aber das Problem ist ja, wenn wir den Zaun dahinter setzen. Ach, das müssen wir uns überlegen. Ich habe keine Ahnung. Ob wir jetzt den hier hinter noch setzen, hinter diesen Pfeilen, quasi drumherum oder davor. Ich weiß es echt nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin weg. Haut rein. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Lasst, wenn ihr wollt, noch ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht die zu, macht die zu. Und Feuer an. Jetzt wird was getrunken.